Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute seht ihr ein Gameplay-Stellung auf der Map Overflow. Das Ganze erspielt von der Sturmsoldat RP. Er hat in seinen Koffer eingepackt die Executioner mit dem Schnellmagazin und dem langen Lachs, den langen Lauf hat er mit dabei. Leider fehlt der Anfang vom Gameplay, beziehungsweise der Ladebildschirm, auch das Ende fehlt. Leider. Vielleicht hat er danach um den Sack gekriegt, aber nichtsdestotrotz springen wir jetzt einfach mal ganz gemütlich in das Gameplay rein. Ich denke, es ist recht ansehnlich. Und ich nutze dieses Gameplay heute einfach mal, um einen kleinen Vlog da draußen für euch zu machen. Und ja, was gibt es da für Themen? Das erste Thema ist die Amerika-Tour. Die Amerika-Tour ist soweit im Kasten, Freunde. Das heißt, ich werde auf jeden Fall nach Amerika fliegen. Ich werde am 3. Juni fliege ich rüber nach Minneapolis in Minnesota. Dort werden wir dann, ich weiß nicht, ob wir am 3. ankommen oder am 4., das ist noch so ein bisschen unklar, und werden dort einen Tag zum Akklimatisieren nehmen, so ein Jetlag und all den ganzen Scheiß, und werden dann am 5. ein ziemlich cooles Video drehen, das kann ich euch schon mal versprechen. Ich werde auch noch nicht zu viel verraten, wer alles dabei sein wird. Das ist vielleicht noch geheim, ich weiß es gar nicht, ob es geheim ist. Ich werde es aber nicht verraten. So, auf jeden Fall, dann fliegen wir am 6. fliegen wir nach Las Vegas. Es ist auf jeden Fall eine große, coole Truppe, mit der wir eine Menge Spaß haben werden. In Las Vegas gibt es dann natürlich auch wieder mindestens ein Event, wenn nicht sogar drei, die wir vor die Kamera prügeln. Und von da aus machen wir dann einen kleinen Roadtrip, das heißt, es werden Karren gemietet und dann geht es nach Los Angeles. In Los Angeles werden wir dann auf die E3 gehen. Das ist die große Gaming-Messe in L.A. Leider, wenn wir nicht zur Pressekonferenz gehen können von Sony zur PlayStation 4, was ich ziemlich schade finde, weil die ist schon rappelvoll und da kriegen wir kleinen YouTuber in Anführungsstrichen keine Karten mehr. Amerika ist da halt ein bisschen größer. Nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall ein cooles Event und ich werde auf jeden Fall, ich glaube, die E3, jetzt muss ich mal ganz kurz googeln, jetzt bin ich total unvorbereitet. Ich glaube, die E3 geht bis zum 13. Juni, genau, bis zum 13. Juni sind wir auf jeden Fall in den Staaten und ich werde dann noch 7 bis 10 Tage dranhängen mit einem anderen YouTuber, wo ich ziemlich viel Bock drauf habe, und das hat sich gestern so ein bisschen beim Webvideopreis ist das Ganze herauskristallisiert worden. Und wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich nach San Francisco fahren und runter nach San Diego, also so ein bisschen hin und her. Und werden da einfach mal 10 Tage die Seele baumeln lassen, aber natürlich auch für euch ein paar Videos erstellen. Also das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Da wird eine Menge kommen. So. Das war die Amerika-Tour. Das heißt, wenn in dieser Zeit wenige Gameplays kommen werden oder kommen sollten, ich versuche das Ganze mit dem Padawan-Gedönseldöns da so reinfließen zu lassen. Da kommen wir auch gleich zu. Aber nehmt es mir bitte nicht übel, dass dann vielleicht mal ja, kein Commentary kommt. Ich versuche ein bisschen was vorzubereiten, aber jetzt so im Endeffekt, es ist wirklich kurzfristig, muss ich ehrlich sagen. Klar, es war geplant, aber es stand so ein bisschen in der Schwebe und man weiß da nicht genau, wie ist der Plan jetzt und wie läuft das alles. Und ja, da bitte ich euch doch einfach um ein bisschen Rücksicht, um ein bisschen Verständnis, und dafür werden wir euch auf jeden Fall mit hochklassigen, geilen Videos definitiv bereichern und es wird eine Menge Spaß werden, das sage ich euch, nicht nur für uns, wo wir da sind, sondern definitiv auch für euch. So, dann kommen wir zu Kriegers Padawan. Ich habe euch damit ja so ein bisschen in Ruhe gelassen, ich habe ja da mal am Anfang eine Menge erzählt. Und wir kommen jetzt mal zum Endstand der Vorrunde des sogenannten Viertelfinales. Gewinner vom Viertelfinale war der Jimpanze mit 565 Punkten. Dann mit 490 Punkten Crispy LP ist weiter. Dann haben wir Anti-Gaming, Jeremy Bornflakes und Any Art LP. Das sind die vier Padawane, die weiter sind. Von Otak und Puti Tengeng mussten wir uns leider an dieser Stelle verabschieden. Und jetzt geht es ins Halbfinale. Und die Halbfinalaufgaben sehen so aus, dass die Padawan-Anwärter die Aufgabe bekommen haben. Such dir das aus, was du am besten kannst, beziehungsweise wo du denkst, wo du die besten Chancen hast. Und die anderen kriegen diese auch als Aufgabe. Das heißt, es gibt
vier Leute. Fangen wir mal alphabetisch an. AnyArt, ja super, AnyArt Anti-Gaming, AnyArt, oh, Ladies First, AnyArt LP, Anti-Gaming, Crispy LP und Jim Panzer Gamer. Das sind die vier, von denen einer mein Padawan wird. Wer, das entscheidet ihr. Und ihr werdet heute, werdet ihr die Aufgaben sehen, die diese Padawan-Jungs und Mädels, ich hoffe, dass das mit der Kamera so geht, die sich ja überlegt haben und werden das für euch vortragen, damit ihr auch wisst, was ihr bewerten müsst, was die Aufgabe ist. Diese Videos, die ihr heute sehen werdet, müsst ihr noch nicht bewerten. Das heißt, das ist einfach so ein bisschen zu eurer Information und am nächsten Wochenende, die Padawan-Videos werden immer sonntags hochgeladen um 12, 14, 16 und 18 Uhr. Da werden dann die ganzen Aufgaben immer ja, im Wechsel hochgeladen und werden euch zur Verfügung gestellt. Und ja, nochmal für das Padawan-Projekt sieht so aus. Es wird definitiv einer von den Leuten mein Padawan werden. Und wer, das entscheidest du. Du da draußen entscheidest, wer mein Padawan wird. Und zwar geht das Ganze wie folgt. Du gehst einfach hin und gibst dem Video, was du cool findest, wo du den Typen sympathisch findest, wo du dir vorstellen kannst, von dem würde ich gerne mehr auf Kriegers Kanal sehen, da gibst du einen Daumen hoch. Wenn du sagst, nee, der passt nicht zu Krieger, das geht so gar nicht, dann gibst du einen Daumen runter. So, und am Ende gibt es eine Quote. So, das Ganze sieht so aus, für jede 500 Likes gibt es 5 Extrapunkte, dann der prozentuale Wert, bla 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 bla. Es gibt auf jeden Fall einen Gewinner. Und so könnt ihr das Ganze bestimmen. Immer sonntags dann ab dem 2. 2.? Ist das der 2.? Erste, ja. Ab dem 2. geht's los mit der ersten Aufgabe. Und ich werde es jetzt so machen, dass ich jetzt am Ende von dem Gameplay, weil das ist jetzt gleich ratzfatz einfach vorbei. Also da auch nochmal bitte, wenn ihr mir Gameplay schickt mit Anfangsbildchen und mit Endbildschirm, das ist immer schön, auf jeden Fall 30 zu 0. Eine schöne Executioner Nuklear Gedönseldöns hier. Und zack, da seht ihr, es ist einfach mal schwarzer Bildschirm. Und ich werde jetzt im Nachhinein die Padawan-Videos hochladen, sprich deren Vorstellung von ihrer Aufgabe, was die Jungs und Mädels machen sollen. Und ich wünsche euch damit viel Spaß und ich verabschiede mich jetzt mit diesem kurzen Informationsvideo mit einem Gutschuss, euer Commander Krieger. Und ich hätte gerne von euch in den Kommentaren stehen, wie ihr es findet, wenn ich so mit einer Webcam oder mit der GoPro kommentiere. Wollt ihr das häufiger sehen oder stört euch das? Schreibt einfach mal in die Kommentare. In diesem Sinne, Gutschuss, bis zum nächsten Mal, euer Commander Krieger.